Hallo zu einem weiteren kleinen Test des Samsung S8000 Jet Handy und wir legen einfach mal los. Man sieht hier gleich als erstes den Startbildschirm, das ist der erste von drei. Man kann die Bildschirme so weiterziehen, man hat drei Bildschirme, ich habe jetzt überall einen verschiedenen Hintergrund gemacht, damit man das einmal erkennt. Dann hat man unten vier Tasten, das wäre einmal das Tastenfeld selbst. Dann die Kontakte, Nachrichten und Mail. So, hier sieht man an der Seite sehr gut einmal das neue Bedienelement hier. Das kennt man ja schon von anderen Samsung-Handys und LG-Handys, dass alles so ähnlich ist. Man hat die Widgets, die man auswählen kann. Das ist eine ganze Menge von Widgets, die jetzt zuvor eingestellt sind. Dann hat man hier unten noch die Möglichkeit... Jetzt muss ich das einmal kurz raussuchen. Ich glaube, dieses war's. Ja. Hiermit hat man die Möglichkeit, noch mehr Widgets runterzuladen. Man hat dann verschiedene Kategorien. Man kann die Kategorie selbst auswählen. Aktuelle Widgets, empfohlene und am häufigsten heruntergeladene. Oder man sucht einfach Widgets. Das geht auch. Die Leiste übrigens stellt sich immer wieder automatisch nach einer kurzen Zeit zurück. Man kann sie mit einem Tipp auf dem Bildschirm dann wieder aktivieren. So, man hat hier verschiedene Widgets drin. MP3-Player, Radio, Kalender, Geburtstage, Notizen, Profile, Wi-Fi, Bluetooth, YouTube zum Beispiel und die Uhr, Galerie, Bildergalerie. So, ich wähle jetzt einmal kurz YouTube aus, setze ihn auf den Bildschirm, probiere das Ganze mal aus. Ich bin jetzt übrigens über WLAN verbunden mit dem Internet. So würde das Ganze dann aussehen. Das ist dann sozusagen die kleinere, abgespecktere Browser-Version. Man kann das Ganze dann noch einmal in die Desktop-Version umwandeln. Versuchen das Ganze einmal. Ja. So, nach ein paar Anläufen hat es jetzt einmal geklappt. Wenn man den Daumen gedrückt hält, kann man damit dann reinzoomen. Alles sozusagen vergrößern. So, die Bildschirmdarstellung ist eigentlich recht scharf. Sehr gutes Display. Gehen wir einmal wieder zurück. Ganz zurück. So, wären wir wieder auf dem Hauptbildschirm. Unten haben wir dann, wie gesagt, einmal das Tastenfeld, wo man halt die Nummer eingeben kann, die man wählen möchte. Dann die Kontakte. Eigentlich relativ zügig durchlaufen. Die Nachrichten, da habe ich jetzt so weiter keine drin. Nachrichten erstellen. So. Hinzufügen von Text, bitte tippen. So, dann kann man hier ganz normal über T9 dann den Text eingeben. Man kann hier noch auswählen, das Text wird über Handschrift zum Beispiel, dass man dann selber versucht, per Handschrift den Text dann zu schreiben. Man kann das Ganze dann auch
Nein. Square-Format setzen. Ist eigentlich recht zügig zu tippen. Also funktioniert eigentlich also mit T9 relativ gut. Also SMS schreiben ist so in dem Sinne kein Problem. Kann man sehr gut, sehr schnell. So. Dann gehen wir einmal ins Menü. Da haben wir hier die Anrufliste, Google, MP3-Player, Internet, Videoplayer, eigene Dateien, Kalender, Kamera, Fotobrowser, Entschuldigung, Fotokontakte, den Alarmeinstellungen. Das hat man auf dem ersten Bildschirm. Gehen wir einmal nochmal bei Google rein, in die Google-Suche. Wie gesagt, wieder mit Wi-Fi verbunden. Laden wir uns mal die Google-Seite, wie das Ganze aussieht. Das wäre dann einmal der Browser. Der Browser an sich ist relativ gut, allerdings, wenn ihr das so wollt, zum Vergleich ja zum iPhone, ja, sei mal, das iPhone, das ist einfach noch bisher unerreicht, was den Browser angeht. So schnell und genau wie der reagiert, da kann das selbst das Jet-Handy, was 800 MHz-Prozessor, wo ein 800 MHz-Prozessor drinne sitzt, kann da nicht mithalten. Also auch da wieder ein Lob an Apple, das ist einfach noch unerreicht bis jetzt, der Browser. Das Surfen macht mit dem iPhone einfach noch mehr Spaß. Obwohl man es mit dem Jet-Handy auch sehr gut hinbekommt. So, der MP3-Player. Da haben wir hier wieder die Wiedergabelisten, kürzlich wiedergegeben, am häufigsten wiedergegeben, Interpreten, Alben, Genre, Podcasts. So. Jetzt gehe ich mal auf Alben, das ist das Samsung, das wir haben. Das ist jetzt standardmäßig drauf gewesen. So sieht das Ganze aus. Man kann auch über 5.1 hören. Allerdings dann nur über Kopfhörer. So sieht das Ganze im Quermodus aus. So. Internet haben wir schon gesehen. Videoplayer für aufgenommene Videos, da habe ich jetzt keine drin, eigene Dateien. Wenn dann halt die Bilder, Videos, Töne und andere Dateien und die Speicherkarte, wo man drauf zugreift. Der Kalender baut sich so folgendermaßen auf. Recht übersichtlich. Die Kamera als solches. Probieren wir mal kurz aus. Viele Kameraeinstellungen. Schneller Auslöser, genauer Auslöser. So, gehen wir mal in die eigenen Dateien. Bilder, eigene Fotos und da haben wir das aufgenommene Bild, was wir uns dann betrachten können. Das Ganze kann man auch noch in dem Fotobrowser betrachten. Da sieht man die Bilder, da ist es halt so, wenn man das Handy schräg hält, dass es dann halt automatisch weiter durchläuft. So. Fotokontakte, da habe ich jetzt auch keine drinne. Die müsste ich dann neu hinzufügen. Das ist halt, wenn ihr Kontakte habt und da Fotos reinsetzen, dann könnt ihr halt direkt auf die Fotokontakte drauf zugreifen. Alarm ist klar. Haben wir hier noch kurz die Einstellung, Telefonprofile, Display und Licht, Uhrzeit und Datum, Telefoneinstellung, Motion-Einstellung, Smart Touch. Dann haben wir hier noch die Musikerkennung, Communities, Live-Picks, ist auch ganz interessant. Musikerkennung, gleich so ähnlich wie dieses Shazam vom iPhone, wie man das kennt. Noch kurz auf die Einstellungen drauf eingehen. Display und Licht. Man kann hier die Widgets noch auswählen, welche aktiviert sind auf dem Display dann. Hier zum Beispiel Facebook gibt es noch, das kann ich noch dazu aktivieren, sodass man es auswählt.